Yo Leute, willkommen zum neuen Video. Wir zocken heute Lucky Race, genau. Das ist rein theoretisch dasselbe wie Try Jump. Nur halt mit Lucky Blöcken, wie man hier gerade sieht. Und ich habe das Texture Pack immer noch nicht. Was aber, ich habe eine Ausrede. Was aber daran liegt, dass mein Laptop das scheinbar nicht hinkriegt. Yay. Ja, und dann habe ich auch schon gar nichts mehr zu sagen. Und wünsche euch viel Spaß beim Video. Wo ist denn jetzt... Wie komme ich darüber? Soll ich hier... Ah, ich glaube, man muss hier außen rum, ne? Ah! Hui! Oh, die sind ja nett. Tschüss! Das kann ich leider nicht gebrauchen. Man kann übrigens hier rechts auf dem Scoreboard sehen, wie weit die anderen Spieler sind, also mit den Checkpoints. Ich habe jetzt gerade auch den ersten erreicht und bin damit noch relativ weit vorne. Das wird sich aber sehr schnell ändern, denke ich, weil ich echt nicht der Beste im Jump'n'Run bin. Die Chess ist schon mal echt nice. Ja, toll die. Gut, hätte ich besser machen können. Aber ich denke, dass die sowieso runtergefallen werden. Wären. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Die droppen halt goldene Äpfel, genau. Oh, hi. Ne, lass mal. Ich hätte gerne mal ein Eisenschwert wieder. Den Amboss können wir auch noch mitnehmen. Alter, ich wäre ja schon wieder fast runtergefallen. Nice, ein Diablo. Holy. Den nehme ich natürlich auch gerne. Genauso wie eine Dia. LOL! Als ob ich schon voll Dia wäre. GG. Nice! Ist das ein TNT-Bogen? Ja! Da muss ich ja noch meine Rache kriegen. Ich weiß es nicht. In der letzten Lucky Skywars Folge habe ich probiert, einen Namen zu killen und sogar getroffen, aber es ist nicht explodiert. Ah, ja, okay, gut. Eine Runde Mitleid von mir aus. Nein. Der letzte Sprung. Oh mein Gott. So, komm jetzt nicht absolut reinscheißen. Dankeschön. Oh. Ah, Angriff auf Verteidigung. Schatten ist 6. Das müsste eigentlich mehr Schwert machen als ein Eisenschwert. Ich glaube, das macht 7,25 Schaden oder 7,5. Von daher ist es auch besser als ein Dia-Schwert. Dann nehme ich das doch mal als Waffe, würde ich sagen. Ist da was drauf? Nee. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass ich es aufnehme. Ich habe eben schon eine ganz tolle Runde natürlich aufgenommen, in der ich auch auf gar keinen Fall verloren und hab und total schlecht war. Nein. Aber mein Mikrofon hat nicht aufgenommen. Das war ganz schön. Puffy. Ist doch auch nett. Den nehme ich auch gerne mit. Oh mein Gott, war das schlecht. So, ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach direkt den einfachen Weg. So, jetzt bin ich oben. Dankeschön. Und direkt den Checkpoint nehmen. Sehr schön. Was habe ich da bekommen? Den gesegneten Trank, den hatte ich eben auch schon mal. Der gibt einem 3 positive Effekte, stand da ja auch schon. Da habe ich eben aber ein bisschen Pech gehabt, muss ich sagen. Nur Crap rausbekommen. So, ah, ich denke mal, ich muss jetzt hier... War es dann schon einer? Das Ziel erreicht? Scheiße. Okay, muss ich craften? Eigentlich nicht. Muss nur eben mein Inventar sortieren. Dann war es das auch schon. Ja, genau. Okay, sind wir auch schon in der Fight Map oder wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, der ist AFK. Nee, ist er nicht.
Scheiße, nein! Jawohl! Und seine Hunde! Ich mörde. Ich bin ein Tiermörder, es tut mir leid. So, warte, dann hol ich mal doch mal eben meinen Tracker raus. Da vorne. Ah ja, da sehe ich ihn. Ich glaube, der esse ich mal im Goldapfel. Der hat auch so eine, ey. Warum haben die denn alle Hunde? Das hat gerade kein bisschen geleckt. Ah, der ist jetzt auch dieses Angriff oder Verteidigung. Eben hat er mit seinem Eisenschwert gekämpft. Aber ich denke mal, wenn es jetzt nicht allzu sehr leckt, soll die das schaffen können. Sehr schön. Da vorne läuft doch einer. Den können wir uns mal gönnen. Hi. Oh nein, ich bin vergiftet. Fuck. Aber er schlägt nicht zu. Das ist natürlich nicht ganz so schlau von ihm, würde ich mal behaupten. Sehr schön. Okay, ja, ich habe auch noch Regeneration. Vielleicht bringt mir das. Bringt mir das was? Scheinbar nicht so. Komm. Nein. Ah, schade. Der sollte kein Problem sein, oder? Er hat mich echt langsam gemacht. Nein, jetzt werde ich auch noch von hinten angegriffen, oder was? Och, come on. Nein, hau ab. Hilfe. Nein. Oh Gott. Scheiße, nur noch ein Leben. So Leute, gesiegter Trunk. Trunk for the win. Und jetzt auf ihn. Das ist der Sieger. Oh mein Gott. Nein. Hilfe. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Nein. Mama. Nein. Scheiße. Mist. Aber wir werden uns auf jeden Fall noch das Final Battle... Okay, dann eben nicht. So Leute, da sind wir auch schon. In der Arena. Wir haben nicht sehr geiles Equip bekommen. LOL, was? Komm, komm, komm. Wenn wir wenigstens einen Kill diese Runde machen. Die Sache ist halt, ich kriege noch nicht mal Items von dem, ne? Von daher war es jetzt eigentlich ziemlich dumm, alles auszugeben. Ein Herz hat er nur noch. Mist. Den nach vorne, den können wir uns aber schnappen. Nein, der läuft doch nicht weg. Du bist doch direkt in dem Getümmel drin. Och Mann. Fuck, nein, Hilfe. Sterbe. Oh Gott. Nee, oh nee, Mama. Mama, Hilfe. Holy shit. Nein. Fuck. Okay, jetzt kann er hinter mir. Scheiße! Er hat mich bemerkt! Ich werde zurückgebackt. Danke dafür. Scheiße! Oh mein Gott, ich dachte, ich könnte zumindest noch zu dem Loot kommen, der irgendwo lag. Okay, scheinbar nicht. Er hat hier nämlich frisch einen gekillt. Naja. Ja, und weil ich Fame und geldgeiler YouTuber jetzt natürlich noch die 10 Minuten voll kriegen muss, werde ich jetzt einfach noch ein bisschen labern. Und eins der größten Geheimnisse der Welt lüften. Und zwar genau jetzt. Und zwar werde ich das Geheimnis lüften, wie ich das Intro an das Video bekommen habe, ohne zu schneiden. Ja, es geht ganz einfach. Doppelklick aufs Intro. Ja, kleinen Moment. Vielleicht nochmal. Dankeschön. Ja, genau. Stoppen. Eine Anfang spulen. Aufnahme starten. Weiterlaufen lassen und dann Aufnahme beenden. Nee, nicht beenden. Pausieren. Yay! So, jetzt habt. Oh Gott, ey. So, jetzt habt ihr einen wunderschönen Einblick daran bekommen, wie ich dieses Intro von meinem Video bekomme.
Außerdem konntet ihr einen ganz tollen YouTuber-Ordner sehen, was man so alles braucht, um seine Videos zu bearbeiten. Yay. Ich finde das so geil. Naja, falls es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte Feedback da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.